So, Folge Nummer 12 von Ghost Towns Cuts of Ulthar. Folge 12 fange ich gerade zum zweiten Mal an. Leider wurde ich von externen Faktoren unterbrochen, allerdings erst nach 2,5 Minuten, und ich habe sowieso die ganze Zeit nur Reden verbracht und wild in der Gegend rumklickend. Von dem her habt ihr überhaupt nichts verpasst, und drum habe ich mich auch entschlossen, die Aufnahme wieder neu zu machen. Aber ich hatte da so 2 Minuten dann Leerlauf drin, und dann dachte ich mir, ach komm, für das sinnlose Geschwafel jetzt, für die Seilballerei, kann ich auch einfach hier nochmal eine neue Aufnahme anfangen. Also neue Folge 12. Weil das Einzige, was ich gemacht habe, war im Endeffekt das und das und das und das und ab und zu mal das und das und das. Also das war nicht sonderlich spektakulär, habt ihr echt nichts verpasst. Aber back to game, würde ich mal sagen. Ist auch gar nicht schlecht, weil jetzt habe ich schon wieder 1 Minute mit Reden verbracht, ohne dass ich auch nur eine Interaktion mit dem Spiel wirklich getätigt habe, außer die Bilder zu wechseln. Aber ist ja auch ein Wimmelbildspiel. Diese Katzen machen mich echt fertig. Ich bin mal gespannt, was es mit denen noch auf sich hat. So, also, Kachel. Kann man überhaupt nichts machen mit der Kachel. Können wir wirklich überhaupt nichts. Ich bin jetzt auch ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt, was jetzt als nächstes kommt. Da muss ich nochmal schauen. So, man hört auch schön meine Maus im Hintergrund, stelle ich gerade fest, aber das lässt sich alles nicht... Das Mikrofon steht ja auch total schief. So, das richte ich mal kurz ein bisschen. So, Popschutz einstellen und den Resonanzkörper im Hintergrund ebenfalls in... Ja, ich habe das ganze Zeug noch rumliegen gehabt, und dann dachte ich mir, bevor ich mit meinem Headset hier aufnehme und die Qualität dann mies ist und beim P und beim T dann wieder hier das so, so erkennt man ja, wenn die Leute da in Mikrofone reinregen und das sprotzt so richtig raus, man spürt den Sabber in seinem Ohr, so nach dem Motto, da habe ich mir gedacht, na komm, da schließt du einfach jetzt dein Mikro an und dein ganzes Gedöns, Equipment, dann schlag mich tot, und ich denke mir jetzt die ganze Zeit, ob das so eine gute Idee war, weil das muss man ja jetzt ja doch immer vor jeder Aufnahme wieder konfigurieren, Lautstärken überprüfen und naja, das ist ja schon so ein bisschen aufwendig, aber dafür habe ich mir den ganzen Renderprozess erspart und den ganzen anderen Eis. So, das Benzin können wir immer noch nicht einfüllen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir hier machen können. Hier müssen wir erst das Benzin einfüllen. Jetzt haben wir hier noch eine Kerze. Wir haben einen Besen. Perfekt, wir haben einen Besen. Und mit einer Bese, was macht man natürlich? Ah, das sind die Kerzen. Was macht man natürlich mit einem Besen? Ich weiß selber nicht, wie ich darauf komme, aber es wird wahrscheinlich funktionieren. Okay, es ist doch nicht sehr hilfreich. Es wäre jetzt natürlich eigenartig, wenn wir mal eine Sache verwenden, für das sie auch eigentlich gedacht ist. So. Die Tür ist mit einem seltsamen Medaillon versperrt. Ich muss es finden. Ah, der Kellerschlüssel. Scheibe. Das war ja nur die Hälfte. Wo ist eine andere Kellerschlüssel? Jetzt haben wir das gemacht. Aber ich bin immer noch keinen Schritt weiter. Haben wir den Besen? Den Besen haben wir noch. Mit dem Besen können wir noch irgendwas machen. Klack. Haben wir hier noch? Nein. Vielleicht können wir damit auch gleich Eis entfernen. Das ist so ein Universalbesen, mit dem man alles machen kann. Aber leider nicht. So, hier haben wir auch nichts. Tap. Hier drin haben wir schon lange nichts mehr. Dort haben wir auch schon alles erfüllt. Ich glaube, das Spiel... Ein Wimmelbild! Wimmel. Klickety-klick. Fußfesseln, Harke, Hydrant, Krug, Nagel, Palette, Pilz, Pistole, Regenschirm, Schilf, Schleuder und ein Stiefel. Da haben wir den Stiefel.
habe ich nicht gerade irgendwas erzählt? Und dann kam dieses Wimmelbild wieder und hat mich Hydrant, so, den nehmen wir mal mit, zack, eingepackt. Ich habe doch irgendwas erzählt gehabt. Aber nee, ich komme nicht mehr drauf. Ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe. Was haben wir denn hier noch alles so rumliegen? Hier haben wir die Fußfesseln. Dann haben wir eine Pistole, haben wir hier. Ein Pilz liegt nicht im Grünen, sondern bestimmt hier irgendwo. Das ist auf jeden Fall. War das nicht vorher mal ein Sonnenschirm? Nein. Eine Palette. Ha. Die Palette. Die Palette war die Farbpalette. Nicht Tablette. Palette. Genau. Daran erinnere ich mich noch. Das hatten wir nämlich schon mal. Den Schilf hatten wir auch schon mal. Die Schleuder hatten wir allerdings noch nicht. Würde mich mal interessieren, ob das zufallsgeneriert ist. Diese Wimmelbilder. Also die Objekte, die man dabei finden kann. Ein Nagel, das ist ein Schwert. Hier haben wir einen Nagel. Einen Krug. Jetzt muss ich mal kurz räuspern, ich bin gleich wieder da. So, fertig geräusperte. Eine Schleuder. Hier, das ist eine Schleuder, das ist kein komischer Ast oder irgendwie ein Grafikfehler. Nein, das ist eine Schleuder. Hier haben wir eine Harke. Genau. Ein Pilz und ein Krug. Okay, das ist kein Krug. Das ist ein Krug. Damit habe ich ja schon geliebäugelt. War mir aber nicht ganz sicher. Und einen Pilz. Wo ist der Pilz? Wo ist der Pilz? Pilz, wo bist du? Pilz? Pilz. Hallo Pilz. Ich habe was gefunden. Ein Trichter. Ein Trichter. Na toll. So, jetzt machen wir den Trichter hier drauf. Und dann füllen wir das Benzin ein. In einer wunderbaren Animation. Diese Flüssigkeitseffekte. Hey, DirectX 12. So. So, jetzt machen wir. Wupp. Und jetzt haben wir den Raum erleuchtet und können einen zweiten Kellerschlüssel mitnehmen, den wir natürlich vorher nie hätten sehen können. Und wir haben hier, ich kenne den Code nicht. Ja, ich kenne den Code auch nicht. Schau in die Toilette, dann weißt du, wie der Code ausschaut. Okay, der war jetzt echt blöd. Dann gehen wir wieder mal zum Keller. So. Da. Da war der. So. Kellerschlüssel, zack. Es geht auf. Jetzt gehen wir auf den Keller. Huch, ist ja ein Dachboden. Na sowas. Hier haben wir Wimmelbild. Wimmelbild. Hier haben wir eine Kiste. Da kann man eine Kerze. So eine Spieluhr habe ich schon einmal gesehen. Hier sollten zwei Figuren zur Musik tanzen, aber die Figuren fehlen. Ja, die stecken ja auch in der Tür. Pass auf, wahrscheinlich sind sie das wirklich. Jetzt machen wir erstmal das. Machen wir das? Ja, das Bild machen wir noch. Ein Ball. Ein Clown. Ein Fernrohr. Ein Fisch. Eine Jagdpfeife. Ein Kegel. Die Fische haben wir hier. Kreisellokomotive. Kreisellokomotive. Ein Pferd. Eine Pistole. Ein Schwert. Und ein Teddybär. Pistole. Hier liegt wieder so ein creepy Kopf rum. Das Schwert, ein Fernrohr und eine Jagdpfeife fehlt uns jetzt noch. Pfeife. Wo bist du? Pfeife. Pfeif mal. Pfeife. Du, du, du. Wo bist du? Wo ist die Pfeife? Sag mal, siehst du die Pfeife? Ich sehe die Pfeife nicht. Was eine Pfeife. Pfeif doch mal. Es war alles so einfach zu finden, aber deine Pfeife scheitert sie jetzt, oder wie? Was ist das denn? Ist das? Nein.
Ist das? Das ist eine Jagdpfeife, klar, natürlich. Wir haben ein Bettlaken gefunden. Genau das, was wir gebraucht haben. So, was haben wir hier? Hier gab es einst wohl eine Büchersammlung über Gedankenmanipulation. Ja. Der zweite Band ist da, aber der andere, aber die anderen fehlen. Das ist toll. Das ist ganz toll. Hier fehlen die Figuren. Was haben wir denn hier? Letzter Wille. Wir, die Familie Jones, vererben unser Haus und unser Grundstück hier mit Nit, dem Bürgermeister von Ultar, Familie Jones. Sehr schön. Können wir das mitnehmen? Nein, können wir nicht. Warum vererben die das? So eine Spielu habe ich schon einmal gesehen. Hier, so, das hatten wir schon. Sollten die das nicht ihren Kindern vererben? Also, von denen wir natürlich überhaupt nicht wissen, ob es überhaupt schon Kinder gibt oder was? Was ist das denn? Wow, eine mechanische Puppe. Sie sagt, dass ihr kalt ist. So kalt, dass sie ihre Finger nicht auseinander bekommt. Also anzünden können wir sie nicht. Was? Eine Masche. Das schaut schon aus wie ein Bollwerk der hochtechnologischen Erfindung der Menschheit. Stoff. Eine Stoffpuppe. Der ist kalt. So, wo waren denn die dämlichen Kerzen? Eieiei, so langsam haben wir aber auch nicht mehr genügend. Ne? Wo war die? Sie fix. Wo waren die Kerzen? Wo waren die Kerzen? Die waren... Wo waren denn jetzt die Kerzen? Die waren hier doch... Na, da waren sie nicht. Hier waren sie... auch nicht. Die waren im Zelt hinten. Siehst du, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. An das an das tolle Zelt. So, jetzt haben wir hier die Deutschlandflagge. Nun muss ich die Kerzen anzünden. Ja, natürlich. Zack, zack, zack. Ach du Kacke. Also, unten Viereck Kreuz. 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 Was liegt hinter dieser Tür? Überall riecht es nach Katze und überall sind Katzenhaare. Wie furchtbar. Ich muss diese Tiere befreien. Achso, nee, wir spielen ja Mann, glaube ich. Wer hat dich denn hier eingesperrt? Lauf! Na, jetzt reden wirklich unspektakulär. Wer hat die Katzen hier gehalten und warum? Tja, keine Ahnung. Und das weiß ich auch nicht. Hat sich jetzt irgendwas verändert? Schaut es jetzt hier alles katziger aus? Nicht wirklich. Tja. Dann machen wir mal das. Machen wir das. Machen wir das noch? Jetzt muss ich mal überlegen. Nee, machen wir mal ein bisschen verkürzte Folge. Und das Wimmelbildchen hier, das gibt es in der nächsten. Jetzt fehlt uns zwar eine Minute, aber die könnte ich jetzt auch noch überlabern. Aber das mache ich nicht, weil ich habe schon wieder so einen Hustenreiz und dann bietet sich das ja jetzt auch an, dass ich auf die nächste Folge das alles verschiebe. Und drum würde ich mal sagen, jetzt ist es nur noch ein bisschen weniger als eine Minute, also von dem her passt das schon, dass wir jetzt nicht auf die 15 Minuten kommen. Aber wir sehen uns einfach gleich wieder. Baba.